Liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Kanzler, Sie merken das schon an der bedrückten Stimmung hier im Saal. Das ist ein historischer Tag. Sie haben gerade die Fundamente der deutschen Außenpolitik der Nachkriegszeit über Bord geworfen. Und die besondere Verantwortung Deutschlands für die Opfer des Zweiten Weltkrieges war sinnstiftend für die junge Bundesrepublik. Und hier ging es natürlich in erster Linie um die 6 Millionen jüdische Mitbürger, aber auch um die 20 Millionen Frauen, Kinder und Männer, die in der Sowjetunion getötet wurden. Und Ihre großen sozialdemokratischen Vorgänger, Helmut Schmidt und Willy Brandt, haben sich in besonderer Weise für den Frieden, für die Versöhnung eingesetzt. Und Willy Brandt hat dafür sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Und nie wieder Krieg. Keine Waffen in Kriegsgebiete, das waren die Fundamente deutscher Außenpolitik der Nachkriegszeit. Danke, lieber Herr Kollege, ich schließe mich dem an, auch nie wieder Faschismus. Und genau diese Fundamente. Sie sind dieser Debatte überhaupt nicht würdig, wenn Sie hier weiter so rumbrillen. Wirklich. Kann der Kollege seine Frage stellen? Die müsste er jetzt auch bald stellen, wegen der Zeit. Und ansonsten Konzentration auf die Befragung. Liebe Frau Präsidentin, ich hoffe doch sehr, dass Sie mir jetzt diese Zwischenrufe nicht von meiner Zeit abziehen. Naja, Sie werden jetzt, lieber Herr Kanzler, Sie werden jetzt in die Geschichte eingehen als der Kanzler, der dieses Vermächtnis mit Füßen getreten hat. Und Millionen der Bürger in diesem Lande fragen sich, was ist der Grund dafür, dass Sie das getan haben? Was ist der Grund dafür, dass Sie Ihr eigenes Wahlversprechen gebrochen haben? Was ist der Grund dafür, dass Sie jetzt gegen die Mehrheit der eigenen Bevölkerung handeln? Schönen Dank für Ihre Frage. Falls Sie mit Hilfe für die Ukraine argumentieren, die 14 Herr Panzer. Der Kanzler antwortet okay, jetzt. Aber die 14 Panzer sind nicht militärisch entscheidend. Sie können gleich noch eine Nachfrage stellen. Schönen Dank für Ihre Frage. Ich will sie auch klar beantworten. Ja, es ist ein Bruch mit all den großen politischen Errungenschaften, für die gerade Willy Brandt und Helmut Schmidt stehen, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Denn Ergebnis Ihrer Politik, die als Entspannungspolitik bezeichnet wird, waren ja auch am Ende die Vereinbarungen über die KSZE und die OSZE, gemeinsame Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa als Zielperspektive. Und dazu gehörten zuletzt sogar sehr weitreichende Aussagen zur Demokratie in den Staaten. Aber ich konzentriere mich hier auf einen anderen Aspekt. Dazu gehörte auch die klare Aussage, es wird nicht mit Gewalt die Grenze verschoben, die sich historisch irgendwo ergeben hat. Russlands Angriffskrieg ist deshalb ein imperialistischer Krieg, weil er sagt, ich nutze meine Macht, um mich über das Recht hinwegzusetzen. Ich habe irgendwo in Geschichtsbüchern geblättert und gesehen, Grenzen waren mal anders. Irgendwer spricht so ähnlich wie ich und deshalb darf ich mit furchtbarem Bombenterror, mit furchtbarem Waffeneinsatz ein ganzes Land zerstören und angreifen, um mir davon was anzueignen. Das ist Imperialismus, das widerspricht den Prinzipien, für die Willy Brandt und Helmut Schmidt standen und stehen. Herr Büstrom, Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Herr Kanzler, Sie haben natürlich recht, das ist Imperialismus, genauso wie die NATO-Erweiterung. Und es wäre im Sinne von Willy Brandt und Helmut Schmidt, wäre auch die Zusagen einzuhalten, eben die NATO nicht auszuweitern. Aber die Frage ist, Sie haben in Ihrer Rede gesagt, Sie wollen die Ukraine unterstützen, solange es notwendig ist. Wie definieren Sie das konkret? Also was sind die Kriegsziele? Wann wollen Sie Schluss machen mit den Waffenlieferungen? Ja, wir haben am Anfang über 5000 Helme gesprochen. Jetzt sind das mittlerweile Panzer, Flugzeuge. Also was muss erreicht werden? Wann ist Schluss damit? Flugzeuge sind es nicht. Ich weiß nicht, warum Sie das jetzt aufgezählt haben. Aber wenn Sie da was sehen, dann berichten Sie mir das mal. Also um es jetzt ganz klar zu sagen. Wir haben sehr weitreichende Unterstützung zur Verfügung gestellt und werden das tun, damit die Ukraine ihre Integrität und Souveränität verteidigen kann. Das Kriegsziel Russlands ist klar, nicht einfach einen Teil des Territoriums anzueignen.
Und das ist eben etwas, was uns unterscheidet. Wir sind nicht der Meinung, dass irgendein Land das Hinterhof eines anderen, der Hinterhof eines anderen ist. Wir sind nicht der Meinung, dass Russland sagen kann, ihr dürft hier nicht über euer eigenes Staatsgeschehen entscheiden, ihr dürft keine Demokratie sein, weil das gegen meine Interessen verstößt. Und diese imperiale Idee, dass er in der Ukraine mitregiert, die ist ja das, was ihn zu diesem Krieg geführt hat. Und das werden wir zurückweisen. Das ist der Grund unserer Unterstützung. Herr Bundeskanzler, viele Migranten in Deutschland integrieren sich ja gut. Aber wir haben nicht erst seit 2015 eine massive Zuwanderung aus fremden Kulturkreisen mit ganz anderen Frauenbildern, Männerbildern, Vorstellungen von Staat und Gesellschaft. Migrationsforscher wie der Oxford-Professor Collier sprechen von deutlichen Kulturdifferenzen. Das zeigt sich nicht nur bei schrecklichen Eskalationen in Silvesternächten. Präsident Macron spricht deshalb nicht von Parallelgesellschaften, sondern von kulturellen Gegengesellschaften. Und das alles passiert nicht nur in Berlin oder Köln oder Duisburg. Überall in Europa brennen immer wieder Stadtviertel. Ob in Paris oder Marseille, in London oder Birmingham, Amsterdam oder Rotterdam, Stockholm oder Kopenhagen. Das Individuum kann ja immer auch anders sein. Aber es sind immer die gleichen Migrantengruppen, die gleichen Herkunftsgebiete, die gleichen Integrationsprobleme, die so verursacht werden. Herr Bundeskanzler, ich frage Sie, gibt es aus Ihrer Sicht auch ethnisch-kulturelle Differenzen, die einer erfolgreichen Integration im Wege stehen können? Schönen Dank. Nein, nicht schönen Dank für Ihre Frage. Ich will Ihre Frage gerne beantworten. Danke. Ihre Frage beinhaltet eine ganze Reihe von Unterstellungen, wo man gar nicht weiß, wo man jetzt anfangen soll, um Ihnen zu widersprechen. Deshalb will ich ganz klar sagen, aus meiner Sicht ist es so, dass die Demokratie und die offene pluralistische Gesellschaft davon lebt, dass wir uns als Individuen betrachten und begegnen, dass wir von allen verlangen, dass sie sich an die Gesetze halten und darauf bestehen, dass sie auch eingehalten werden. Und dass wir aber nicht mit Pauschalurteilen von Gruppen arbeiten, wenn es darum geht, uns ganz konkret zu verhalten. Und zu den konkreten Verhaltensweisen gehört, dass wir eine offene Gesellschaft sind, dass wir auch Unterschiede akzeptieren, aber keine Unterschiede, wenn es darum geht, wie man miteinander umgeht in unserer Gesellschaft, keine Unterschiede, wenn es um die Einhaltung von Recht und Gesetz geht. Da ist dann immer die Härte des Gesetzes gefragt. Und das ist auch, worauf ich bestehe. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Das war jetzt keine Antwort auf meine Frage, aber eine weitere Frage. Herr Bundeskanzler, es gibt ein deutsches Staatsvolk. Das sind alle Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, denen die gleichen Rechte und Pflichten zukommen. Und das ist ja auch gut so. Für Ihre Vorgänger, von Adenauer bis Kohl, von Brandt bis Schmidt, gab es darüber hinaus noch etwas anderes. Ein ethnisch-kulturelles deutsches Volk mit einer eigenen geschichtlichen Identität. Ich frage den deutschen Bundeskanzler, gibt es aus Ihrer Sicht jenseits rechtlicher Staatsbürgerschaft und bloßer Sprachgemeinschaft, gibt es ethnisch-kulturell ein deutsches Volk? Ich will Ihnen gerne auf die Frage antworten. Wir haben ein deutsches Volk, das besteht aus all denjenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben und die miteinander in unserer Demokratie über die Zukunft entscheiden. Ich will jetzt mit Ihnen kein Geschichtsseminar über unsere Vergangenheit veranstalten, wer alles bei uns lebt und seit wann das der Fall ist. Aber ich will Ihnen ausdrücklich sagen, es gibt etwas, was uns verbindet. Und das sind nämlich Überzeugungen, die sehr wohl auch hier in Deutschland gewachsen sind. Ja, richtigerweise. Zum Beispiel, dass wir alle gemeinsam, egal wo wir geboren sind oder unsere Eltern und Großeltern, gerne sehr fleißig sind, dass wir uns gerne an die Gesetze halten, dass wir unsere Nachbarn achten und dass wir auch eine moderne demokratische Gesellschaft sein wollen, die offen ist für das Miteinander und unterschiedliche Lebensperspektiven. Und dafür steht dieses Land und dieses Volk.